Hi, ich bin der Günther und ich komme aus der Dönerbude. Ihr seid genauso überrascht wie ich, dass wir gerade hier sind. Ihr seht, wir sind wieder in Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers, an der Stelle nach den Credits, an der es wieder zu der Stelle mit Rose im Gardenfield geht. Sämtliche Services, wie zum Beispiel Abra und auch Porygon 2, funktionieren nicht, was ein Riesennachteil ist, wie ihr noch sehen werdet. Was macht ihr zwar überhaupt? Habe ich hier mit euch gesprochen? Das bringt mir nichts mehr, weil, wie ihr seht, mein gesamtes Team ist auf Level 100. In meiner Tasche sind 99 Top-Beleber, eher gesagt mehr. Die Sache ist die, da könnt ihr euch nicht beschweren. Die sind nicht gecheatet. Ich hatte so viel Geld. Aber jetzt kleine Storytime. Ich hole mir doch mal vom restlichen Geld Zitrusbeeren, auch wenn nicht viel bei rumkommt. Und zwar, sorry, ich komme hier gerade ständig gegen das Mikro, weil ich was im Auge habe. Ich bin gerade zu blöd, um einfach mit dem Thema anzufangen. Denn Fragezeichen-Man hat mich gestern mal angeschrieben, als die Folge online gekommen ist mit allen Endings. Dass ich ja mal hier weiterspielen soll, auch wenn er selber nicht wusste, ob es eine After-Story gibt oder sowas. Und ich habe da auch nicht dran geglaubt, ist auch nicht wirklich so. Aber ich habe ein bisschen was entdeckt auf dem Weg, nämlich, wenn ich jetzt hier mit Rose eben rede, hi, ich habe übrigens die Random Encounter, die ganzen Cheats, die ich hatte, die sind wieder aus, weshalb es mich wundert, dass ich überhaupt noch 99 Sonderbonbons hatte. Hier, wie ihr seht, Taubsi, was jetzt natürlich peinlich gewesen wäre, wäre, wenn jetzt, weil ich das auch mal probiert habe, Mewtwo gespawnt wäre. Ihr seht schon, ich hätte den Cheat vielleicht nicht ausmachen sollen. Die Boxen hier sind leer. Ja, an sich merkt man, hier ist eigentlich echt nichts besonders. Ich hätte die auslassen sollen, Leute, meint ihr nicht auch? Hier ist wirklich nichts los, aber wir sind jetzt eben an der Storystelle mit Rose. Hier im Safe hatte ich letztes Mal noch 8 Orden, läuft bei mir. Und jetzt kommt's gleich. Jetzt wird es merkwürdig. Denn an dieser Stelle finden wir Raupi. Es ist genau dieselbe Szene wie am Anfang. Ja, ja, wir müssen ihn retten. Das Voltenso kommt, sie rennen weg. Das heißt, es wurde jetzt eine viel ältere Szene getriggert. Das hat mich, als ich hier aus Spaß noch mal ein bisschen rumgezockt habe, schon sehr verwirrt, muss ich sagen. Und jetzt gleich kommt die Stelle, an der ich endgültig das Gefühl hatte, dass das Spiel nicht damit rechnet, dass man weiterspielt. Denn eigentlich ist es komplett unnötig, mich zu heilen. Jetzt haben wir hier wieder die Situation, ja. Jetzt müsste gleich der Kampf getriggert werden, ne, Leute? Ja, hier sollte eigentlich ein Kampf getriggert werden. Nicht gegen ein wildes Pokémon. Aber, wenn wir mit Absol reden, ist es ein großer Felsen. Wir könnten ihn eigentlich zur Seite bewegen, aber irgendwie auch nicht. Deswegen gehen wir einfach weiter. An diesem Punkt merkt man schon, dass irgendwas gar nicht stimmt. Und gleich kommt der Punkt, an dem ich komplett los musste. Wir werden hier jetzt einen Safe setzen. Direkt vor der Wüste. Auch noch auf Slot 1 saven. Was passiert hier? Alter, ich war so seelisch am Ende. Ach so, habe ich mich etwa verguckt und Kay Omega ist doch hier? Ich dachte letztes Mal zumindest, der wäre nicht hier. Und jetzt erstmal diese Musik.
Und jetzt kommen wir zu dem, zu einer Sache, die ich auf jeden Fall anzocken will. Aber ich kann euch versichern, ich werde es nicht schaffen. Lasst mich sehen, wie stark ihr wirklich seid. Ihr Peste, habt meine ganzen zerstörerischen Pläne durchkreuzt. Jetzt müsst ihr bezahlen. Und diese Musik ist jetzt auch die Bosskampfmusik im Kampf gegen 5 legendäre Pokémon. Angeline und Devihell, Level 100. Leute, ihr wisst nicht, wie der Chat, den ich mit Fragezeichen Man auch hatte. Ich hab so mit ihm geschrieben und das nebenbei durchgezockt. Alter, was war das? Wie gesagt, an den Movesets habe ich nichts verändert, auch weil ich kann halt nicht mal mehr was ändern. Ich kann meine Pokémon nicht switchen, weil Porygon 2 zu hat. Ich kann keine TMs mehr bekommen, weil ich nirgendwo hin kann außer hierhin. Ich kann nichts tun, außer diesen Kampf probieren und mit den Rare Candies meine Pokémon leveln. Genau das ist auch der Grund, warum ich weiß, dass ich es nicht schaffen werde. Ich meine, ich kann ja probieren, hier irgendwas auszurichten. Aber wir werden das hier direkt sehen. Ich habe auch die Items ein bisschen geswitcht. Zum Beispiel hat Dragoran jetzt hier die Überreste. Ich kann auf den Outrage gehen. Ich kann den machen. Der Himmelsbeam tötet wieder alles. Ich werde das ja auch ein bisschen probieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas hinbekomme, ist eigentlich null. Ich meine, ihr seht das ja. Und das sind die ersten 2 Mons. Da bringen mir auch meine Max-Revives nicht viel. Gegen den Himmelsbeam. Kommst du überhaupt zum Angriff? Nein, oder? Ja, weil meine Dinger halt auch noch alle One-Hit sind. Der Heaven Beam hittet noch. Ich muss hier halt echt weit los, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Kampf bestehen sollte. Jetzt bin ich schon an einem Punkt angekommen. Jetzt werde ich Dragoran wiederbeleben. Und dafür wird jetzt vermutlich Psyana einfach wegsterben. Genau. Jetzt müsste ich wieder Psyana wiederbeleben. Dafür wird jetzt aber Dragoran instant wegsterben. Damit bin ich wieder in der Situation, in der ich Dragoran wiederbeleben muss. Und jetzt stirbt wieder Psyana. Ihr seht dieses Problem. Ich werde hier einfach komplett vernichtet. Jetzt sind beide fast tot. Ich versuche jetzt mit all meiner Macht wenigstens einen zu holen, aber es wird nichts. Hier komme ich wieder zum Dead Ending. An welcher Stelle bin ich jetzt eigentlich? Ah, wieder hier. Direkt an dem Punkt, an dem ich gerade war. Hier. Und ihr seht, die ist nicht so weit, die virtuelle Welt. Und ich weiß wirklich nicht, wie ich diesen Kampf gewinnen soll. Ich würde es so gerne schaffen. Vor allem, gefühlt wäre ich der Erste im Internet. Niemand hat anscheinend diesen Kampf so wirklich gefunden. Wieso auch? Aber er ist da und er ist krank. Junge, diese Hitzewelle, gebt euch... Alter, was? Angeline ist fast tot? Noch eine Psychokinese drauf und das ist weg. Oh, hätte ich nur angreifen müssen. Also mein Ziel ist es jetzt für diesen Run, eins von den Dingern wegzubekommen. Pikachu, du wirst sowieso hier das One-Hit-Opfer sein und bleiben. Ich müsste halt versuchen, mit Dragoran
alles zu regeln. Ja, Devihar benutzt Meltdown, tötet beide. Hier, Flamly, du stirbst wenigstens nicht vom Meltdown. Ich bin hier einfach am Ende. Ich werde das Ganze ja auch eine ganze Weile probieren, das kann ich euch sagen. Wahrscheinlich wird auch später mal Fragezeichen-Man dazukommen oder sowas. Aber insgesamt, alles in allem, bin ich hier halt einfach komplett. Das ist... Bitte was? Bitte nicht auf Psyana. Nein, das wird Psyana treffen, wetten. Ja! Endivier tankt! Willst du mich verarschen? Psyana hat verfehlt. Max Rewife. Jetzt wird ein Himmelsbeam kommen. Nee. Ich hab zwei beinahe tot. Mann, ich will eigentlich jetzt schon... Ich geh mal auf den da. Heaven Beam. Zack, greif an! Ich hab einen getötet, wow. Giratina kommt instant mit. Max Rewife. Outrage. Heaven Beam, tot. Selbst verletzt. Und jetzt habe ich wieder verloren. Auch wenn ich jetzt... Ja. Alter, was ist dieser Kampf? Ich bin gerade stolz, dass ich einen bekommen habe. Ich glaube, ich sollte aber häufiger, ich sollte am Anfang vermutlich tatsächlich eher, warum ist jetzt eigentlich der scheiß Psychokinese-Hintergrund? Ich sollte Devihar fokussen. Aus dem einfachen Grund, wie man vielleicht merkt, ja, Devihar macht immer beiden krass Damage. Angelallen ist raus, Rayquaza kommt rein. Du belebst Psyana wieder. Also ich schaffe es ja offensichtlich zumindest hin und wieder, einen zu besiegen. Pikachu wiederbeleben wäre wirklich Zeitverschwendung. Ich kann den probieren, das wird aber auch nichts machen. Ich muss einfach versuchen, so viel wie möglich mit Dragoran zu spielen. Dragoran, du benutzt Outrage, du belebst Schwalbos wieder. Ja. Ich sehe das schon. Lohnt sich noch ein Max Rewive? Eher weniger. Dass der Himmelsbeam weg ist von Angelallen. Und ja, ich nenne das Ding immer noch so. Das ist auch ein Vorteil. Okay, das ist trotzdem Killscheiße. Devihar will sich nicht mehr hitten lassen. Alter, dieser Kampf ist geisteskrank. Und da im Hintergrund auch noch diese Musik, ne? Ich hoffe, ich kann... hier wen verwirren. Psyana überlebt das, das weiß ich. Confusion verwirrt aber nicht. Ich habe das Richtige gedrückt, oder? Ja, Outrage. Max Rewife, Swallow. Jetzt, wo halt auch noch Dragoran komplett auf die Schnauze kriegt, bin ich wirklich verdammt nochmal im Eimer. Du wirst sowieso nichts anderes mehr machen können, deswegen belebe ich tatsächlich Endivier wieder. Dann kommt Endivier jetzt hier rein.
belebt Siana wieder. Du versuchst wieder auf den Outrage zu gehen. Mann, warum verfehle ich denn? So, du belebst auch noch Schwalbos wieder. Du gehst wieder auf den Outrage. Das Devi Hell ist gefühlt nicht mehr treffbar. Ich hole auch Pikachu zurück, damit ich genug zum Einwechseln habe. Ja, Rayquaza ist out. Okay, Omega. Nur eine Frage. Ist Brafana nicht dabei? Kann ja eigentlich nicht, weil ich weiß, dass noch Giratina kommt. Das heißt, Brafana ist als einziger der Wächterdrachen nicht dabei, aber Kay Omega. Sag es nur die. Das Ding hat selbst mit 40 Leveln unter mir schon fucking getankt. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich eine Ahnung, was ich jetzt dagegen machen soll. Nein, das Ding macht mit. Muss wer wiederbelebt werden? Mach mal. Oh, Kacke, das reicht wegen einem Crit. Es werden beide instant sterben, das ist klar. Ich muss die Runden wieder benutzen, um Dragoran ist ganz, ganz wichtig. Das merkt man auch. Okay, Omega macht wirklich denselben. Du belebst Schwalbos wieder. Du gehst wieder auf den Outrage. Jetzt kommt Psyana rein. Dragoran hat wieder verfehlt. Ich habe eine Runde Zeit offensichtlich. Wer muss wiederbelebt werden? Pikachu nehme ich mal. Du versuchst wieder den Outrage. Dragoran verfehlt halt alles. Aber ich muss echt sagen, es läuft tatsächlich besser, als ich erwartet habe. Und es läuft kacke. Ja, Dragoran trifft halt auch nicht mehr. Jetzt ist jeden Moment... Warte, wer ist alles tot? Ah ja, Schwalbos bringt halt gar nicht so viel, muss man leider sagen. Ja, es war klar, dass du auf Dragoran gehst. Um zu verhindern, dass es angreifen kann. Zu 100%. Ich muss jetzt echt den da machen. Und verfehl auch noch. Es ist krank. Devi Hell benutzt noch den... Ja, ich treffe nicht. Tut halt echt gerade die ganze Zeit. Ich müsste es halt schaffen, hier so mit Pikachu zu treffen oder sowas. Mal eine Paralyse. Aber ich treffe nichts, also. Nee, Dragoran, du musst weiterhin versuchen zu hitten, auch wenn es nicht klappt. Wow, ich habe meinen Hit gelandet. Ich muss sagen, das überrascht mich gerade echt. Komm, mach mal den da. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt eine Wirkung hat. Leck mich. Devi Hell hat Genesung. Ich bin so im Arsch. Und Outrage ist leer. Nein. Dann benutzt Surf. Hä? Surfer. Und du nimmst eine Beere. Lepperberry benutzt sie auf Dragorans Outrage. Du wirst jetzt sowieso sterben. Das war ja... Du versuchst wieder den Outrage. Du gehst auf die Wiederbelebung von Psyana. So. Ich hoffe, das geht nicht auf Pikachu.
Ach so, kann auch Herben Beam. Okay, ich hitte ein, zweimal tatsächlich. Warte, zwei sind tot, das heißt, nach denen hier fehlt nur Giratina. Max Rewife, natürlich Dragoran. Am Ernst, ich bin gerade so glücklich, dass ich hier so viel mitgenommen habe. Ich werde versuchen zu treffen, auch wenn ich nicht treffen werde. Mhm. Outrage, Max Rewife. Zack, Schwalboss. Ja, Debihel ist raus. Die letzten beiden. Alter, wenn ich das gewinne. Es gibt niemanden zum Wiederbeleben. Das... Also, es werden vermutlich sowieso beide sterben. Ich versuche einfach nochmal drauf zu... Nein, tatsächlich überlebt. Psyana, du versuchst, Giratina zu paralysieren. Und du machst den. Es wird sowieso nicht klappen. Pikachu wird nicht sterben. Und trifft! Oh Gott, war das gut. Thunderwave, probier's auch auf K-Omega. Nein, verfehlt. Jetzt ist Pikachu auch raus. Du kommst wieder rein. Und setzt Max Rewife auf Psyana. Alter, ich bin hier gerade fucking gut dabei. Oh Gott, das ist stark. Es bringt hier gerade nichts, irgendwas zu... Ich versuche jetzt halt einfach so Damage zu machen. Jetzt sind beide raus. Mhm. Ich mach den. Oh, sehr gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Endivia überlebt, muss ich sagen. Warte. Nee, ich mach's anders. Ich lass tatsächlich Psyana angreifen. Und du belebst Dragoran wieder. Schwalboss ist gerade tatsächlich nicht wirklich wichtig. Jetzt wird safe Psyana sterben. Aber. Versuch nochmal die Psychokinese rauszuhauen, während ich Schwalboss hier wieder belebe. Wenn das jetzt auf Dragoran geht, wäre das halt richtig. Ja, aber es war klar, dass... Hier, es wäre alles andere auch wirklich dumm gewesen. Okay, jetzt habe ich eigentlich einen Fehler gemacht. Das ist ein Fehler, der schlimm gewesen sein kann. Ich hätte... Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich Pikachu wieder opfer und meine Chance auf die Donnerwelle... vergebe. Und das muss ich. Statik? Die Statik! Was? Als ob. Als ob. K-Omega hat richtig auf die... Alter... Ihr wisst, was ich sagen will. Ihr wisst, was ich sagen will. Nein, zurück. Du benutzt wieder eine Beere. Verfehlt, slash, zack. Du gehst rein. Belebst Jana wieder. Alter, ich bin gerade so im Tryhard-Modus. Ah, triff doch nicht immer dich selber. Das Problem ist, dass er nicht mal nichts trifft, sondern sich selber. Du machst die Wiederbelebung von Dragoran. Scheiße, die sind beide paralysiert. Das war kacke. Warte, Pokémon? Bericht. Ich habe noch nie so getryhardet. Was bringen denn die Attacken? Darf ich das auch? Ja. Oh, wenn ich mit Blitz treffe. Ich kann aber nur auf einen. Ja! Blitz hat getroffen. Giratinas Genauigkeit ist down.
Max Rewife, Schwalboss, Outrage trifft. Verfehlt. Alter, ich bin gerade fucking gut dabei. Okay, Dragoran kassiert. Verletzt sich selber. Ich probiere es einfach nochmal. Ja, jetzt fällt hier. Dragoran trifft den Gegner. Alter, ja, meine Blitze landen. Meine Blitze landen richtig krass. Nee, Psyana. Du greifst tatsächlich wieder an auf K-Omega. Weiß nicht, ob du triffst, aber du belebst Dragoran hier. Ja, war klar. Okay, beide gehen nicht auf Psyana. Diesmal greifst du nicht an, sondern nutzt deine Runde, um Pikachu wieder zu beleben. Du benutzt Outrage. Überraschung. So, du machst den da. Outrage. Zack, Shadow Force geht. Mach den da. Ich versuch wieder einen Blitz. Treffe. Oh! Dieser Damage! Alter, ich gewinn das jetzt nicht, oder? Wenn ich diesen Kampf gewinne. Giratina ist raus. Giratina ist fucking raus. Giratina ist raus, Leute. K-Omega ist der letzte Gegner. Ich treffe. Das Ding macht mir nicht viel Schaden. Ich kann das jetzt nicht so... Alter. Ich hab gerade so... Der Puls, Alter. Ich werde noch eine Zeit brauchen, um es down zu bekommen. Aber ich werde es vermutlich down bekommen. Ah, Pikachu. Du weißt, was angesagt ist. Lapperberry. Lohnt sich all doch. Ich glaube, das bleibt auch, wenn... Triffst du? Es wäre geil, wenn du triffst. Oh, nee, hast du nicht. Nein, keine Lapperberry. Sondern Max Rewife. Ich kann das fast nicht mehr verlieren, Leute. Ich habe diesen Kampf gleich gewonnen. Du greifst an. Du belebst Dragoran wieder. Mein Team ist gerade voll geheilt. Die vorne stehen, sind ausgewichen. Donnerblitz trifft. Alter, ein Hit. Ein Hit und ich habe gewonnen. Nein, doch nicht. Aber ich kann nicht mehr verlieren. Ja! Ja! Ich hab gewonnen. K-Omega ist down. Ich habe gewonnen. Wie? Sogar mit diesen Wächtern. 12.000 Poké-Dollar. Das ist das Ende meines Weges. Screenshot. Und jetzt? Sie alle verschwinden. Ich glaube, es ist nutzlos, diese Welt zu zerstören, wenn ich schwach bin. Ich glaube, es ist besser, wenn ich von allen hier wegbleibe. Zeit für mich, zurück in die Zerrwelt zu gehen. Meine zerrissene Welt. Und jetzt? Der Stein der Dunkelheit. Was ist jetzt los? Endlich. Ich habe ihn endlich gefunden. Ja, der Schlüssel, das ultimative Schatten-Pokémon zu haben. Ich habe ihn. Wartet nur ab, Luminous Cenarius. Alter. Wenn das jetzt... Ich habe gerade Adrenalin pur. Mein Team hat es geschafft.
hier ist immer noch alles gleich, oder? Keine Briefe heute. Safe. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ich guck nochmal. Ich renn nochmal bis da hinten durch. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sich jetzt einfach sozusagen selber resettet hat und ich einfach wieder in diesen Kampf geschmissen werde. Auch wenn jetzt zum Beispiel meine Items, ne? Wie viele Max Rewipe? Warte, ich kann das hier einfach ausrechnen. Ich habe mit 46 Top-Beleber habe ich gebraucht. Vor allem, das war mein Second Try gerade. Und ich habe noch vorhin gesagt, ich halte einen Sieg für ausgeschlossen. Alter Leute, dieses Video ist sowas von krass. Und diesmal ist das Projekt wirklich zu Ende. Wir werden uns vielleicht irgendwann anders wiedersehen. Wenn euch diese absolut kranke Folge... Die müsst ihr euch geben, Alter. Wer sich das nicht angesehen hat, hat was verpasst. Wenn euch diese kranke Folge gefallen hat, dann lasst ein Abo und oder ein Like da. Wir sehen uns dann vielleicht irgendwann wieder. Ja, ihr habt immer noch Raupi. Hä? Hier ist eine unsichtbare Wand. Hier ist alles immer noch verwirrend. Ich werde jetzt nur noch mal nachgucken, ob eben immer noch dieser Kampf getriggert werden kann. Eigentlich wäre es nicht logisch. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Nee, offensichtlich nicht. Offensichtlich habe ich es endgültig geschafft. Und Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers durchgespielt. Ich gucke jetzt eben noch kurz, ob hier die Story-Szene, die eigentlich der Ankündigung nachspielen müsste, ist... Oh, hi, Jagold. Was läuft? Da ist auch nix. Ich bin gerade aber... Ich hab's schon mehrfach erwähnt, aber sorry. Das muss gerade sein. Das ist genau die Szene, die man kennt. Jetzt wird auch wieder... Ja, Aerodactyl auftauchen. Das heißt, nur, dass alles komplett im Eimer ist hier im Spiel. Es... Hä? Sehr gut. Damit endet dieses Spiel in einer Softlock. Der Aerodactyl wird getriggert. Ich kann keinen Kampf beginnen. Außer diesen hier. Und wenn ich wieder hier hochgehe... wird die Szene nochmal getriggert. Dann, wir sehen uns irgendwann wieder. Bis dann. Lasst doch ein Like für dieses geile Video da. Ciao.